Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist natürlich Povrot und wir starten eine neue Runde Povrot zockt Minigames mit einem neuen Spiel, das ihr sicherlich alle schon kennt. Aber ich habe es bisher nur bei anderen YouTubern gesehen. Ich muss zugeben, ich habe es mal ganz kurz angezockt, damit ich wenigstens die Steuerung verstehe. Aber ich werde jetzt dieses Spiel neu mit euch entdecken. Ein paar Folgen wird es auf jeden Fall davon geben. Und zwar ist die Rede von Happy Wheels. So, Play Demo. Es ist also nicht die Full Version, sondern einfach mal ein paar Level, die man hier anzocken kann. Aber ich denke, das soll für ein paar Folgen auf jeden Fall reichen. Und ich starte natürlich dann jetzt mit dem ersten Kurs. Und hier kann man prepare the thrill of your life. Watch out for bad things. This level isn't too hard. I guess try out or something. Alles klar. Also hier kann man erstmal ein bisschen rumprobieren. Dann starten wir doch. Ah, ich kann mir noch einen Charakter wählen. Wen nehmen wir? This kind of feature are only in the full version. Okay. Dann nehmen wir jetzt einfach mal diesen Opa hier. Den Opa mit, yo, den Opa mit diesem Antrieb, nehmen wir den doch einfach mal, nice, so, entdecken wir das Spiel einfach mal gemeinsam, wow, oh. So, kann man sagen, der hat jetzt eine Nackenstarre, ich kann auch nicht mehr weiterfahren, okay, also wenn der Kopf fehlt, kann man nicht mehr weiterfahren, so viel ist schon mal klar. Ja, ich würde einfach sagen, weiter geht's, wir werden jetzt erstmal dieses erste Level meistern und uns ein bisschen mit der... Nicht. Genau, nice. Nicht, dass ihm schon wieder der Schädel abfällt. Ich will ja irgendwie weiterkommen. No! No! Wieder dasselbe. Ey, dieses Spiel ist krank. Diese ganzen Minigames, was denken sich die Leute aus? Aber irgendwie genau dieses Kranke macht doch total den Fun-Faktor aus. Was hatten wir? Nanaka Crash? Nice! Nein. Jetzt komm. Lande vernünftig, Junge! Opi! Bom! Nice! Ihm geht's noch gut. Ihm geht's... Ohohoho! Mit einem Salto. Mit einem schönen... Was war das? So ein Auerbach-Ding. Nice. Übrigens erinnert mich dieser Opa ganz stark an den Ziegenmann, wenn ich gerade so gucke. Das Ziegenbärtchen ist am Start. So, vorsichtig. Bum! Nice! Ihm ist immer noch nichts. Wuhu! Mit... Yo! Nein! Wow! Wo geht's? Yo! In die Kettensägen des Todes! Oh shit! Ey, was ist... Ach du Heilige! Und der Darm schwingt hier chillig mit. Ach du Scheiße! Was ist das für ein Game? Junge, und da sagt man, Gewalt wird nicht gefördert mit solchen Spielen. Das ist nicht mal ein Ego-Shooter. Ich weiß noch damals, kennt ihr diese Diskussion, Ego-Shooter fördern Gewalt? Happy Wheels fördert aber eindeutig Gewalt. Weil man einfach Spaß am Zerfetzen kriegt. Oh shit! So, okay, jetzt aber mal wirklich Konzentration. Ich versuche mal dieses Level jetzt zu meistern. Und dann gucken wir mal, was uns in den nächsten Levels erwartet. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Spiel hat ordentlich was zu bieten. Nein! Warte! Ey! Kann ich noch weiterfahren? Oh mein Gott! Ich kann noch weiterfahren. Ohne Beine, aber die Beine braucht der Opa sowieso nicht. Yo, und das eine Bein. Ist das das Bein oder sein Penis, der da vorne so hängt? Nein, Opi! Genau, jetzt! Und jetzt! Jetzt Gas geben! Opi! Genau! Nice! Geht's noch? Oh shit, der Kopf ist weg. Da komme ich vielleicht ans Ziel? Nein, komme ich nicht mehr. Also wenn der Kopf ab ist, dann ist definitiv Schicht im Schacht. So, komm, weiter geht's. Beschleunigen wir mal das Ganze. Hier muss man echt... Boah, hier muss man echt aufpassen bei dieser Beschleunigungsrunde hier. Okay, Concentration. Bomb. Yeah, das lief geschmeidig. Schöner Jump. So, hier jetzt auch ganz gemütlich, vorsichtig. Ja. Und bumm. Wow, hier musst du vorbei, Opa. Hier musst du... Oh Gott, das hat gut geklappt. Ah. Oh yeah, und ich hab's.
Nice! Die erste Runde ist geschafft, 41,93 Sekunden. Ihr könnt natürlich gerne versuchen, den Rekord hier auch zu brechen von der Geschwindigkeit. Warte mal, ich mach das mal. 41,93. Kann ich das vielleicht verbessern? Oh shit, nicht so, nicht so, nicht so. Jetzt komm, richtig geschmeidig hier. Jetzt mal ein bisschen schneller. Opa, komm. Bom, einmal direkt auf die Rampe. Nein, nein, komm. Opa. Nice. Komm, Opi. Oop. So, schnell, 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 schnell. Ich will jetzt mal... Oh, shit. Das wird, glaube ich, nichts mit dem Rekord. Egal. Oh, ho, ho, ho. Jetzt bin ich gut. Jetzt bin ich gut dabei. Jetzt bin ich gut dabei. Und? Wie viel habe ich? Komm schon. 35,83. Nice. Und ich habe trotzdem noch ein paar Fehler gemacht. Komm, einmal gönnen wir uns das noch. Vielleicht schaffe ich den Rekord ja jetzt. Versuch. Komm. Komm. So, direkt hier hoch. Komm schon, Opi. Genau, nicht, dass dir was passiert. Bom, hochgeschmettert. Zack. Hohohoho, jetzt geht's. Der Kopf ist durch. Der Kopf ist durch. Und damit war's das. Naja, 35 Sekunden hatte ich jetzt gerade. Also das passt. Leute, ich starte jetzt mal das nächste Level. Ich bin gespannt, was mich jetzt hier noch erwartet. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dieses Spiel ist krank. Heavily tested with all spacebar. Play now. So, ich nehme jetzt einfach mal den nächsten Charakter. Okay. Ich setze mich in einen Bus. So, komme ich jetzt. Was ist das hier für ein Clown, Alter? Komm, jump hoch. Ja, okay, jetzt geht los. Okay, was kann man jetzt hier raus machen? Okay, an einer Abrissbirne schon mal vorbei. Yo! Ich bin raus! Leute, ich bin raus. Huhu. Oha, hat er gerade ein gebrochenes Rückgrat, der Junge? Okay. Wow. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Komm. Nein, nein, jetzt nicht sterben. Ich sehe doch schon die Fahne. Komm schon. Schieß mich da rein. Schieß mich... Nein! Nein, ich sehe doch schon da die Fahnen! Schieß mich doch einfach in die Fahnen rein! Ich bin zerfetzt. Ich bin zerfetzt. Da kann ich nichts mehr machen. So, dann auf jeden Fall Restart Level. Die Taktik war aber irgendwie nicht schlechter, aus dem Bus zu springen. Oder ich fahre mal die ganze Strecke mit Bus, mal gucken, ob das gut klappt. Sollte ja hoffentlich. So. Let's go, let's go. Also ich bewege mich jetzt einfach... Knie sind kaputt. Okay. Okay. Bringt mich der Bus... Bringt mich der Bus trotzdem ans Ziel? Irgendwie scheint das Level ja gerade noch weiter zu gehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ganz nice. Ganz nice. Und? Oh no. Oh no. Und hier... Lol. Lol, das Herz. Wird es nochmal hochgepfeffert? Nein. Restart Level. Ey, was ist das für ein Game? Also echt nochmal richtig simpel, richtig schön für zwischendurch. Und es macht einen Heidenspaß. Ich glaube sogar, wenn man es zu zweit spielt, macht es noch mehr Spaß. Aber dadurch, dass ich es aufnehme und weiß, dass ihr daran euren Spaß haben werdet, habe ich auf jeden Fall auch meine Freude daran. Ich bin nochmal am Überlegen, ob ich da rausjumpe. Yes. Woohoo! Auf den Bus. Yeah. Oh yeah. Nein! Nein, der Bus war mein Verhängnis. Oder? Oder warte mal. Schmettert er... No! Genau dazwischen. Genau dazwischen. Ey, gar nicht mal so ein leichtes Level, wenn man es auf jeden Fall schnell lösen will. Also das aus dem Bus rausjumpen, das gefällt mir eigentlich. Es macht auch Spaß, weil ich dann total den Mega-Boost habe. Es ist so, als ob ihr aus einem fahrenden Auto springt. Bumm. Okay, ich bin raus. Jo, das Bein schleift schön hinterher. Hüpp. Hüpp. Komm schon. Junge. Jep. Nein. Ey, diese ganzen Abrissbirnen, die sind eklig. Also vielleicht kann man das Level auch so schaffen. Ja, guck mal, es folgt ja meinem Herz. Ich war drauf. Okay, es passiert nichts. Okay, dann versuche ich jetzt nochmal im Bus zu bleiben.
Es ist, glaube ich, die sicherere Lösung, damit ich vor den ganzen Abrissbirnen und Kugeln und was weiß ich nicht, was da noch rumfliegt, geschützt bin. So, wir warten, bis die erste Kugel kommt. So, zack. Okay, das sieht doch erstmal gut aus. Ich bleibe jetzt einfach mal chillig im Bus, ja klar. Chillig im Bus, Ey. Was war das denn bitte? Was war das denn bitte? So, direkt in den Bus und dann geht's los. Mal gucken. So schwer kann das doch gar nicht sein. Come on. So, mein Kopf wird schon mal schön gequetscht. Hast du den Bus steuern können? Oh shit. Oh shit, aber er hat sich gut versteckt. Er ist gut versteckt im Bus. Schön in der Kauerstellung. Junge. Aber wie ist das jetzt? So, Herz ist wieder raus. Ja! Aber das zählt nicht als gewonnen, oder? Also man muss schon irgendwie als ganzer Mensch da landen. So, nochmal jetzt. Schrittchen zurück. Und jetzt langsam Attacke. Zack, Abrissbirne ist vorbei, das ist gut. Aber die ist auch irgendwie gar nicht so eine Gefahr. Oh, jo, der Bus hat sich einfach selber gefangen. Oh, shit. Nein. Und das Herz, und das Herz. Jetzt, bumm. Ich bin drin. Das zählt, ich war zumindest kurz drin. Aber das zählt irgendwie auf keinsten als gewonnen. So, komm ran. Kurz auf die Kugel warten. Komm, let's go. Zack. Ey, das ist echt ein schweres Level. Also jetzt gerade habe ich noch kein Patent dafür. Aber ich entdecke auch erstmal dieses Spiel neu. Wenn ihr ein cooles Patent dafür habt, könnt ihr es natürlich gerne für alle anderen in die Kommentare schreiben. Ich lebe. Ich lebe. Allerdings. In der Kauerstellung. Komme ich so ans Ziel? Hallo? Hallo? Okay, keine Chance mehr. Ey, das Level dauert echt länger als erwartet. Also das gerade eben war mega easy. Das ist hier schon ein bisschen tricky. Vor allen Dingen ist das zweite Level, das ich überhaupt spiele. Und sofort habt ihr irgendwie so ein Bass-Special. Und das ist die Demo-Version. Also eigentlich würde mich echt interessieren, was in der Full-Version abgeht. Aber ich werde trotzdem, nachdem ich jetzt die Demo-Version ein bisschen angetestet. Was ist das? Nachdem ich die Demo-Version ein bisschen angetestet habe, werde ich. Okay, das geht nicht mehr weiter. Nachdem ich die Demo-Version ein bisschen angetestet habe, also 2, 3, 4 Folgen, je nachdem, wie viel ich schaffe, werde ich auf jeden Fall das Minigame wieder switchen. Aber ich kann, ich lese mir eure Kommentare gerne durch. Und falls ihr dann sagt, hey, ich spiele auf jeden Fall nochmal die Full-Version, weil die einfach viel, viel geiler ist oder so, dann werde ich die irgendwann auf jeden Fall später nochmal mit einbauen. Also nicht direkt hinterher, aber irgendwann. Kann ich die mit einbauen? Yo! Komm schon, Bus! Ja. Fahr, fahr. Und gib jetzt Gas hier. Bumm. Okay, es. Es sieht so ein bisschen so aus, als ihm das Blut gerade aus dem Arsch geschossen kam. Ah. So. Also 2, 3 Ründchen gebe ich mir davon noch. Ich hoffe, ich schaff's bis dahin. Aber das ist definitiv kein einfaches Level. Besser ging es eigentlich, als ich aus dem Bus bis. Bisher. Oh. Nein! Ey, das macht echt keinen Sinn, ne? Wenn ich da rausspringe, dann treffen mich diese ganzen kleinen Kügelchen. Ey, komm, so schwer kann das doch nicht sein. Das ist das zweite Level in Happy Wheels in der Demo-Version. Ist aber schon mal mega tricky auf jeden Fall. Ich kann mich ja auch nicht irgendwie bücken oder so. Oh, shit. Das war schon mal böse. Komm, Junge, ganz genau. Schön in die geschützte Kauerposition. Arsch voran. Ey, nee, ne? Ey, geht da jetzt nichts mehr? Ey, was ist los? Ich komme nicht mal mehr bis zum. Komm, mach die Luke auf. Okay, Restart Level.
Ich will ja zumindest irgendwie bis zum Ende kommen. Ja, am besten nicht zerfetzt. Aber auch das am Ende ist schwierig, dass da diese Rädchen sind, die dich eigentlich in eine schlechte Position bringen. So, jetzt. Hopp. Komm schon. So, das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Okay. Nein! Wow! Bom, bom, bom. So, ich verfolge natürlich wieder das Herz. Na klar, und es ist schön eingeklemmt. Okay, letzte Runde. Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mich ans nächste Level machen, denn ich will auf jeden Fall auch ein bisschen Vielfalt präsentieren. Ich kann auf jeden Fall sagen, dieses Level ist schon mal eine Herausforderung, obwohl es das zweite ist. Und ihr könnt natürlich eure Lösungsansätze dort präsentieren, gerade für die, die dann Bock haben, diese Demo-Version auch erstmal auszuprobieren. Die ist ja free to play. Ich weiß nicht, wie das bei der Full-Version ist, also bei der Komplett-Version, ob da Happy Wheels auch free to play ist. Weil normalerweise, wenn ich jetzt diese Spiele anzocke, dann will ich ja natürlich, dass alle free to play sind für euch, dass ihr die auch easy peasy nachzocken könnt, auch entspannt Rekorde brechen könnt. Alter, was geht ab, ey? Was geht ab? Und? Und? Ich will nur sehen, ob sowas als Victory zählt. Ob man so das Level. Okay, das sieht nicht gut aus, Leute. Das war's erstmal für heute. Happy Wheels, ich hab's mal angezockt. Ein geiles, krankes Spiel. Level 2 der Demo-Version, wirklich anspruchsvoll. Also ich habe da kein richtiges Patent. Ihr seid in den Kommentaren gefragt. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen 16 Uhr. Dann gibt's die nächsten Runden. Happy Wheels. Ich bin euer Povrot. Ciao, ciao.